Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. EA Sports and the Korn Ferry Tour are proud to bring you this look at the future stars in the sport of golf. From beautiful and rugged Mesquite, Nevada, live third round coverage of the Desert Championship. Rich Lerner here in our tower overlooking the 18th green. Frank Navolo is by my side. Out on the course, we've got Nota Begay III and Iona Stephen as we check the Saturday leaderboard. A lot of folks fighting for the title, including our leader. Servus zusammen und willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Der heutige Tag steht bei mir hier voll und ganz im Zeichen des Golfsports. Heute Morgen früh rausgegangen, selber auf dem Golfplatz Matchplay gespielt und lange, lange Zeit hinten gelegen und dann doch noch das Turnaround geschafft. Und am letzten Loch an der 18 konnte ich dann doch noch das Spiel gewinnen, heute mein Matchplay. Dann war ich zu Hause, habe ein bisschen die BMW Open angeguckt in Eichenried. In München, Max Kiefer hatte da auch gute Back-9 und ja, leider dann doch nicht gewonnen, beziehungsweise nicht mehr um den Sieg mitgespielt. Aber knapp Dritter geworden, wieder eine sehr, sehr gute Platzierung. Jetzt stehen wir hier auf der Desert Championship in Wolf Creek. Ja, in Wolf Creek in Nevada. Beinahe hätte ich es vergessen. Also Wolf Creek, Nevada, stehen wir am Abschlag der 1 und wollen hier die dritte Runde spielen. Und danach schauen wir uns mal, was sich auf der Travelers getan hat, auf der Original PGA Tour. So, die zweite Runde war ja richtig spannend und interessant. Wir haben es doch dann am Schluss mit 3 Birdies auf den letzten 3 Löchern in das Wochenende geschafft. Und im Moment sind wir an 19. Stelle. Und der Wind ist heute, wie ihr seht, hier moderat. Also der Wind ist so gut wie gar nicht. 2 bis 3 Miles per Hour, das ist natürlich ein Büschen, gar keine Frage. Aber der wird auch heute nicht so ins Spiel kommen. Ich denke, der eine oder andere wird jetzt dann schon wieder denken, hat der aber auch ein Glück. Ich musste hier bei 24, 25 Miles spielen. Okay, also bisher hat es ganz gut geklappt, was jedenfalls die äußeren Bedingungen angehen. Wir schauen nochmal ganz kurz aufs Leaderboard, denn die ersten Jungs werden draußen sein. Wir sind relativ spät dran. Und hier ist sogar schon einer mit einer 66 drin. Und an der 13 Vega mit minus 4 today. Okay, wir liegen auf minus 3, sind im Moment geteilter 19. Und hier am Moving Day wollen wir natürlich wieder versuchen, vorne mit dabei zu sein und uns natürlich noch eine gute Chance, vielleicht unter die Top 10 zu kommen, zu erspielen. Okay, wir haben hier ein kleines bisschen Gegenwind und deswegen werden wir den Ball hier auch etwas flacher reinspielen, damit er etwas rollt, hoffe ich. So. Und dann werden wir das Spiel hier beginnen. Dritte Runde. Die Desert Championship Wolf Creek, Nevada. Ich wünsche uns ein schönes Spiel. Is starting up the right side. So, ich hoffe, der springt ja noch raus. Komm, komm raus. Okay, sehr gut. Well, you're gonna need a little luck on a day like this, and he's fortunate to get a good kick there to get the round underway. Ja, das war ein bisschen Lucky Bounce. So, jetzt müssen wir schauen. Auch hier werden wir. Oh, die Fahne steckt kurz, aber wir werden hier versuchen mit dem Hybrid. Mit dem Hybrid. Ja, 219 Eisen 4. Was haben wir denn? Wir haben 240. Eisen 4 dürfte zu kurz sein, zumal wir Gegenwind haben. Also das heißt, wir werden hoch anspielen, ein Hybrid. Und dann hoffen wir, dass wir den mit einem Draw hier ein bisschen reinkriegen. Ja, obwohl der Wind sowieso hier etwas uns hilft, so wie das aussieht. So ein kleines bisschen angehocht, dass der relativ schnell zum Liegen kommt. So ist jedenfalls die Idee. Ja, er ist nicht so weit links, so wie ich das sehe. Ach, der ist zu kurz. Oder? Rollt er noch hin? Nein. Aber gut, das wird dann ein schöner Pitch. Has to be thrilled with that second shot here to the par 5. Frank got everything out of that. Yeah, did well just to advance the ball so far down the fairway.
And now a fairly straightforward third shot. So, dann schauen wir mal. Ach, ja, da geht es die ganze Zeit berghoch. Also ich, das sieht hier eigentlich so aus, als würde das dann so runterrollen, aber es geht generell berghoch. Okay, das heißt 17, 13. Okay, es geht ja auch ein bisschen berghoch. Okay, dann versuchen wir es mal so. In welche Richtung? Ist eigentlich ziemlich egal. Okay. Sehr schön. Ja, dieses Par 5 ist einfach ein Birdie-Loch, muss man so sagen. So now eyeing this one for birdie. So, ein bisschen kürzer. Oder? Es geht ein bisschen runter, ne? Ja. Okay, a well-played hole there. It is birdie to kick off the round. And he'll get it to 1 under now for the day. 4 under overall. Frank, there's so many impressive holes here at Wolf Creek, but the second really stands out. Yeah, that tee box, is it 9 stories high? It's hard to imagine you can tee up that high, and obviously trying to judge distance is one thing, but also the visual that you get. So, sehr schön. Hier wissen wir ja, dass wir eigentlich keinen Driver brauchen. Der Wind kommt aber ein bisschen uns entgegen, das ist okay. So, nicht Punch. Ich will eigentlich... So, jetzt haben wir es doch. Das Holz 3. Und zwar hierher und ein bisschen eingedrawt. Ja. Okay. Ja, ich glaube, wir können noch ein bisschen mehr nach links. Okay. Ja, haben wir uns ein bisschen Power genommen, so wie es aussieht. Aber das sollte nicht das Problem sein, der landet sowieso mit der Fairway. That one gonna be in great shape. So, 169. Okay. Er schlägt mir ein Eisen 8 vor. Well, you took some yardage off that tee shot because it's playing downhill, and the second shot, you might have to add a little bit on because it's going to play slightly back up the hill. Green has 3 different levels. Be very important you get the ball on the right level. That bunker on the right, if you come out of it a little bit because that second shot's slightly uphill, there could be a little bit of a problem, especially if the flag's all the way in the back. Ja, ist natürlich klar, hier gibt es unterschiedliche Plateaus. Wir sind, die Fahne steckt hier, glaube ich, auf dem zweiten, auf dem mittleren. Und wir müssen also schauen, dass wir auf jeden Fall hier zum Landen kommen. Ich denke gerade an Eisen 8, 167. Eisen 8, aber wir haben diesmal ja Gegenwind. Hm. Wir nehmen das 7er und wollen es schnell zum Liegen bringen. Okay. So schlecht sieht's nicht aus. That's a good shot. And more importantly too, a green in regulation, so birdie chance. Mhm. This one measures out to 15 feet. So, wie immer müssen wir ein bisschen aufpassen, was eben die Höhenangaben angeht. 1 Inch ist jetzt aber nicht allzu viel, deswegen gehen wir hier wieder ein bisschen hinten hin. So, jetzt ist natürlich wieder das Break spannend. Das ist ordentlich. Die Wellen bewegen sich sehr, sehr ordentlich. Aber wir haben ja ein bisschen mehr Speed drauf. Okay. Ah, zu wenig. Nope, good effort, but that's gonna wander a few feet by. Oh, nee. Oh, just a lack of concentration there. It'll cost him. Na, wenigstens war das jetzt mal die richtige Animation als Reaktion des Spielers. So, das darf nicht wahr sein. Okay, es geht Level. Interessant, dass der dann wirklich so abgehauen ist. Okay.
Okay, schade. And he's going to slide backwards to 3 under par. Yep. Now on to the third, first of the short holes here at Wolf Creek. Uphill shot, Frank? Yes, it's going to play a little longer because of that. Then it's 227 yards off the back tee. Hard to imagine you have a par three in amongst this desert. And really, that's all it is. Tee and green, there's not much in between. Well protected, as you can see by those bunkers. And this green a little smaller than what you'd like for a hole that's around that 230-yard mark. Also ich finde schon spannend, dass uns überhaupt das Hybrid anbietet. Yep, weil wir kommen hier überhaupt nicht von der Höhe hin. Ne? Da wird definitiv hier in den Rasen rennen. So, okay. Aber wir können mal versuchen, dem einen Draw mitzugeben, ob uns das vielleicht hilft. So, ja, er springt hoch und ist zumindest mal. Oh! Okay, a little local knowledge there. He gets that ball to work back onto the green. And now a birdie putt coming up. We turn to Notabegay the third for this look at birdie. And this is working back up the hill, but it doesn't look like it has a whole lot of break to it whatsoever. Ja, also das Ganze geht 7 inches hoch und da müssen wir auf jeden Fall mindestens 3 Kästchen. Wir machen mal lieber gleich ein bisschen mehr. So, das Ganze, ja, doch ein bisschen weniger. 3 Kästchen müssten reichen, weil 4 Kästchen wäre 10. Ja, doch wieder ein bisschen mehr. Wir haben eigentlich kein Break, erst vorne bricht er ein bisschen. Das heißt, rechte Lochkante und lange, lange wird er gerade bleiben, denke ich doch. Sauber. Oh yes, plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. And he'll move to 4 under. So, da hat einfach alles gepasst bei dem Schlag, hervorragend. Wolf Creek, a lot of sand along the right side of this fairway leading up to the green, Frank. Yeah, I can't even count how many bunkers they got down that right side. It's easy to see where not to go. So obviously you want to get that ball up on that left side. And then really it's just a short pitch across. Yeah, this hole's only 383 yards and it won't even really play its distance. But of course, you've got to be careful. It's not long, but fairway first once again here. You can see all the problems around there if you do miss this fairway. So, jetzt muss man ja dazu sagen, dass die Bahn eh schon schwer genug ist. Und auch wenn dann der Ball hier rechts irgendwo landet in dem Semi-Rough und dann noch hier alles voller Bunker. Also schon spannend, schon sehr, sehr spannend, wobei mit Sicherheit ein Pro lieber den Ball hier aus dem Bunker schlägt, weil er den clean treffen kann, als hier aus dem Rough da unten. So, aber wir kommen da sowieso nicht hin. Unser Ziel muss es sein, hier den Ball hinzubekommen. So, aber wir haben ein bisschen den Wind nach rechts, aber wir haben sowieso Gegenwind. Oje, oje. Das heißt, so viel Länge werden wir nicht machen. Wir werden es mal wieder versuchen, ein bisschen low anzuspielen. So, jetzt bleibt bitte. Ja, sehr gut. 104, okay. Da brauchen wir das 50er, definitiv das 50er. So, jetzt muss ich nur mal gucken, wo steckt die... Hä? Nee, wir müssten eigentlich hier landen. Okay, das Problem ist halt, wenn der in den Hang kommt, dann rollt der hier runter. Und dann wird er definitiv am Loch vorbeirollen. Ja. Ja, aber rollt nicht vom Grün runter. Das wird nicht passieren. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier hinten rein. Approach. Dann haben wir, glaube ich, mehr Spin drauf. Wenn wir natürlich da oben reinkämen, dann würde er mehr den Ball abbremsen, dann würde er wirklich nur langsam rausrollen und runterrollen. Aber er darf auf keinen Fall auch drin hängen bleiben. Das ist das Problem. So. Okay.
Wir spielen das Ganze mal so. Ja, nach links kann er eigentlich nicht wegrollen. Ja, okay, das müsste eigentlich passen. Okay, dann werden wir es mal so versuchen, den Ball aufs Grün zu bringen. Ja, kurz, kurz, aber zum Glück macht der Schlag nicht so viel Spin. Rich, ist das 8 oder 9 Feet? Not about that, but it is a great approach. This will slide a bit right. It's for birdie. So, das geht wieder berghoch. Wir haben wieder so einen hässlichen 9 Fuß. Das heißt, er kann gar nicht so viel brechen. Okay. Goodness, that is too bad. That would have been a good birdie, but not to be. Jetzt ist schon wieder zweimal hier über die Lochkante gerollt und zweimal zum Negativen für uns. Okay. Aber wir wollen uns eigentlich auch nicht beschweren, okay, weil ein Pärchen ist auch immer hervorragend. It's a par here at 4 and he'll remain at 4 under. So, dann schauen wir uns mal gleich aufs Leaderboard. 12. This is one of the signature holes here at Wolf Creek. Par 5, 5th is 490 yards and you can get home in 2 and maybe have a story to tell when you're all done. Maybe an Eagle 3. So, dann schauen wir jetzt gleich mal, was die anderen Mitspieler, die anderen Mitbewerber hier bei der Desert Championship hier bewerkstelligen oder gespielt haben. Sodele. Okay. Nein, Leaderboard. Okay, minus 6, minus 4, minus 2, minus 1. Oh, da sind noch welche noch gar nicht unterwegs, die Führenden. Okay, wir liegen jetzt auf minus 1. Hm, ärgerlich. Das Bogey war ärgerlich und dass wir das Birdie nicht gespielt haben, war ärgerlich. Dann könnten wir jetzt schon hier vorne fast auf dem, ja, wären wir schon auf dem geteilten 2. Aber hätte, wäre, wenn und überhaupt und so weiter, das zählt nicht. Wir sind ihm hier und jetzt und das heißt, wir müssen hier gucken, dass wir den Ball mit dem Drive in diese Richtung bringen. Der Wind wird ihn sowieso ein bisschen wegdrücken, also das heißt noch ein bisschen faden und dann müsste das doch, ein bisschen drohen und dann müsste das doch passen. Ja, ja gut, aber zu kurz wollen wir auch nicht sein, dass er uns auf so einen Stein fällt, weil dann haben wir nämlich auch ein Problem. So ein bisschen mehr Draw, okay. Ja, da haben wir jetzt gut einen mitgegeben, glaube ich. Ein bisschen überswingt, aber der wird auch gleich liegen bleiben. Der wird nicht groß rollen. Ah! Ärgerlich, ärgerlich. Hm. Das nimmt uns jetzt extrem Länge. Aber gut, wir kommen sowieso fast mit dem zweiten nicht hin, oder? Ach, und er steckt wieder da hinten. Oh, da haben wir ganz, ganz böse Erfahrungen gemacht. Okay, der will ein Eisen 5. Okay. Und wir haben 89, 94 Raff. Da brauchen wir eigentlich auch mit der Höhe das Hybrid. Jetzt gucke ich gerade, wenn der in die Zuschauer fliegt. Ah, wir haben nicht die Höhe. Ich glaube, wir haben überhaupt nicht die Höhe. Wenn ich das richtig sehe. Dass wir da hinkommen. Naja, der muss rein, der muss über links reinspringen. Das hilft gar nichts. Der muss über links reinspringen. Ja, weil wir da eben den Durchgang. Ich glaube nicht, dass wir die Höhe haben, dass wir wirklich direkt aufs Grün kommen. So, und jetzt Jump hoch, okay. Und jetzt oben in die Kurve und ein bisschen wieder runterrollen. Ja, rollt aber leider in die falsche Richtung. Jetzt kriegt er Speed und rollt natürlich ganz runter. Okay, und dann haben wir wieder genau das Thema, dass wir da wieder hochspielen müssen mit 83 Fuß Höhenunterschied. Aber das machen wir überhaupt nicht gleich. Ja, ja.
two putts from that distance. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass er so ein bisschen der Steilkurve dann links hochrollt. Ja. 6 Fuß berghoch. Also das Theater haben wir schon mal mitgemacht. Das machen wir jetzt nicht nochmal. Das heißt, wir machen den Pitch. Da sind wir jetzt wieder ganz, ganz frech. Und wir haben ja dem Greenkeeper 2 Bierchen versprochen, dass er ein Auge zudrückt. 27, jetzt muss ich nochmal überlegen, was hatten wir das letzte Mal? Okay, 27. Ah, der war ganz schön flott unterwegs da, gell? Okay. Okay, dann probieren wir das mal so. Vielleicht ein bisschen auch noch höher anspielen. Aber trotzdem etwas näher. Ich will da oben auf jeden Fall nicht, dass er wieder runterkommt. Oh, bleib oben. Bleib oben. Jei. Das war jetzt wieder knapp. Okay. Ist er zum Glück ein paar 5? So, 4, mindestens 4, wenn jetzt sogar noch ein bisschen mehr. Sonst kommen wir wieder nicht hin. 10 Inches. Ja, so will ich es mal probieren. Doch ein bisschen kürzer. Ah, ja. Doch ein bisschen mehr Speed gehabt. Aber okay, wir haben wieder das Pärchen. Also ich hoffe, dass wir das Pärchen haben. Oh je, die haben ja böse hier anscheinend den Pin mitten hier in den Hang reingepaut, reingesteckt. That one finished off. It is a par here at 5. And he'll stay right where he is. Frank, standing on the 6th tee and looking out at this golf course, I can't help but think that if you hit it offline here, you're going to be playing golf with the billy goats. Yeah, you might actually turn into a billy goat come the end of the day, that's for sure. The huge elevation changes once again are apparent here at the 6th. Tis a dogleg to the right, not really a driver unless you want to sort of bring that creek into play or that little stream that cuts across. Second shot, a little bit uphill. Those bunkers are really where you shouldn't go, we all know that. And this green is anything other than flat. A fun looking hole too and a fun hole to play. So, wenn wir keinen Rückenwind haben, können wir eigentlich das Holz 3 spielen. Die Fahne steckt ganz hinten hinter dem Bunker. Also müssen wir schon ein bisschen schauen, dass wir da unten rankommen. Okay. Nochmal schauen. Okay. So, ein kleines bisschen höher anspielen. Oh, oh, bleib liegen. Ja, komm nicht wieder. Wayward from the tee, and this one is headed for the rough, Frank. 92, 98, okay. For his second here at the 6th. Jetzt schauen wir mal ein Pitching Wedge. Hier drüber. Wir können natürlich da an den Hang spielen. Also wir brauchen auf jeden Fall ein Eisen mehr. Ein Eisen mehr. Dann kommt das Ding wieder runter. Bleibt er dann auch da liegen? Okay. 92, 98. Wir werden ganz schön an Power verlieren. Und ich will auf jeden Fall da oben liegen bleiben. Wenn der hier rechts reinkommt, dann rollt er auch ein bisschen nach links rüber. Das müsste eigentlich ja passen. Der Wind drückt ihn auch nach links rüber. Ist er zu kurz, haben wir eigentlich noch ein bisschen Luft. Das müsste doch eigentlich so passen. So, noch ein bisschen mehr rechts. Ja, komm, 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 komm. Sehr gut. Ah, good shot.
safely on the green and a birdie chance. Yep, da sind wir auf dem richtigen Plateau. Now this note up for birdie. And a so, glass 4 inches nach unten. Putt, as it works downhill with right to left in it. 4 inches, so. Und wieder mal von rechts nach links. Irgendwie haben wir heute meistens Breaks von rechts nach links, oder täusche ich mich da jetzt? So. Ja, vorhin war der wieder zu langsam. Da ist er uns unten durch. Jetzt ist er ja nur angetippt. Das heißt, er müsste eigentlich relativ schnell nach links runterbrechen. Ja, bricht sofort links runter. Okay. Nope, didn't play enough of the break, and that'll be short as well. Ja, auch heute gilt es wieder geduldig sein, aber zwei Birdies haben wir ja schon. Also insofern dürfen wir uns nicht beklagen. Safely in for par here at the sixth, and he'll remain right where he is. Naja, es sind ja auch alles keine, ich sag mal, zwingenden Birdies, ne? Well, everybody loves the short par four, and here we have one, Frank, just 302 yards, the seventh hole. And this hole is anything other than straightforward, Rich. Huge drop-off at the front of the screen that is surrounded by water. So it's going to be a layup off the tee, really, to try and get the right yardage. This green is very, very, it's not very deep, but it's extremely wide. The hardest thing is to try and get a flat lie with whatever club you decide to hit off the tee and get the right yardage. Otherwise, that green actually might be a little elusive, even though this is a very short hole. Ja, letztes Mal haben wir, glaube ich, das Sechser geschlagen und dann ist er uns runtergerollt. Und von da unten können wir dann hochschlagen und dann müsste er gut zum Liegen kommen. Ja, Eisen 6. Eisen 6. Okay, und dann sollte er doch da runterrollen. Müssen wir den weiter rechts rüberspielen? Nee. Der rollt sowieso nach links runter. Okay. So wollen wir das Ganze angehen. Oh, fliegt schon ganz schön weit rechts rüber. So, jetzt müsste er den Bounce kriegen. Ach, der bleibt hier in der Welle hängen, oder? Naja, ist jetzt so verkehrt auch nicht. 85 Yards ist es sowieso. Was wird es sein? In 60er, 54er? 60er, okay. We know he can move it. That ball was absolutely bombed. Now comes the touch shot. 83, 84 yards. See if he can play that two-check skipper and get it to stop. So, also definitiv nach hinten. Jetzt müssen wir ein bisschen überlegen, was wird passieren, wo der Wind treibt ihn nach rechts. Also wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir rechts vom Stock kommen. Wenn er da in den Hang geht, dann drückt sie nach links runter. Auf keinen Fall zu kurz, sonst ist er wieder weg. Deswegen das 54er und definitiv da hinten rein. 12 Fuß geht es nach oben, das heißt, der Ball wird sowieso kürzer liegen. Okay. Und mit Finesse haben wir ja ein bisschen Spin drauf. Das ist das Problem. Mit dem 54er haben wir etwas Spin. So, auf jeden Fall ein bisschen rechts vom Stock will ich eigentlich landen. So, ein bisschen hinter den Stock. Und jetzt müsste er etwas ziehen, ein bisschen spinnen. Ja, ein bisschen, nicht viel. Ja, aber er ist fast so weit geflogen, wie wir auch anvisiert haben. Okay. Green-like situation from that distance and far from the best shot I've seen today. 8 inches nach unten. Okay. Geht schon gewaltig nach unten. Okay. Und wir wollen schauen. Auch du Schande. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. So, was ist denn jetzt? Jetzt komme ich wieder nicht dran. Stopp, die Taste. Ja, was ich sehen will, ist eigentlich... Hinten dran darf er nicht allzu weit rollen, sonst ist er weg. Okay. Also fast lieber etwas kürzer lassen. So, das Ganze geht sowieso noch. Ja, diesmal ein bisschen da vorne nach rechts. Nicht viel, aber etwas. Aber das
wäre fast zu kurz. Wir wollen schon schaffen, dass er ja bis zum Loch kommt, ne? Ja, komm, 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 komm. Och nee. Oh no, I think he was about ready to walk that in. That looked on target the whole way. That one finished off. It'll be a par here at 7. And he'll stay right where he is. Na, zumindest werden wir nicht zerlegt wie in der ersten Runde. Die ersten 9, da haben wir uns ja böse mit 5 über zerlegt. We think back to the third hole at Wolf Creek straight up the hill. This 8th is the opposite. It's listed at 248 yards on the scorecard, but it plays significantly shorter than that thanks to a drop of better than 80 feet from tee to green. Keep that in mind when selecting your club. So, wir haben mit dem Wind, also Eisen 4. So, Eisen 4 mit Wind. Ja, das Problem ist, wenn wir über links kommen, haben wir nicht genügend Platz. Und wir müssen wirklich gucken, dass wir wieder, dass wir aufs Grün kommen, weil das letzte Mal ist er ja dann rechts runter und haben uns nämlich auch wieder ein bisschen Stress gemacht. Okay. Ja, der Wind müsste ihn eigentlich rüberdrücken. Ja, da startet mir schon ein bisschen zu früh rechts, aber nein, es sieht eigentlich gut aus. Ach du Schande, bleib liegen! Ach nee. Well, you really hate that, don't you? You hit the ball well, came off the club face solid, but a little too long and into the hazard beyond the green. Tough break. So, das wäre dann nochmal hier, aber jetzt hier. Point of entry. Ja, dann machen wir doch Point of entry. Okay, so the drop made and this will become his third at the par 3. Lustig. Wir dürfen auf dem Grün tatsächlich droppen. Das ist schon spannend. Augenblick. Sieht man das jetzt? Können wir da was sehen? Augenblick. Ah, das ist ein bisschen mit der Kamera. Naja, okay, okay. Also, wir haben tatsächlich jetzt auf dem Grün droppen dürfen. Das dürfte eigentlich so... Naja, gut. Also, da müssen die Jungs, glaube ich, auch noch ein bisschen nacharbeiten, wie das eigentlich wirklich funktioniert mit dem Droppen. Weil normalerweise da, wo er reingeht, 2 Schlägerlängen nicht näher zum Loch. Das heißt, da müsste man eigentlich schon eher wegen weiter rechts oder links. Naja gut, wir wollen nicht päpstlicher sein als der Papst. So, ärgerlich, dass wir dann doch ein bisschen zu viel Gas gegeben haben und er hinten durchgerollt ist. Eisen 4 war das, ne? Hybrid, Anfang grün, Eisen 4. Naja gut, wir hatten ein bisschen Mitwind. Okay. So, was haben wir? Entfernung bzw. Inches, 12 Inches. 12 Inches. Vorhin waren es 8, 12. Oh ja, der wird schon ordentlich hier runterrollen und ziemlich weit nach links rüber. Oh ja, der wird ziemlich links rüber rollen. Vor allem, weil er da noch ein bisschen Geschwindigkeit durch das Links bekommt, also durch die Kurve. Okay. So, jetzt müsste man jetzt rüberkommen, rüberkommen, rüberkommen und er ist tatsächlich zu langsam. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. No, that needed a little more pace to really let the slope do its thing and that one comes up short. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir ja nicht mit dem Doppelbogey runtergehen. Das wollen wir auf gar keinen Fall. So, er sagt mir Level. Dann gehen wir immer hier hin und dann gehen wir rechte Lochkante und das sollte doch eigentlich reichen. Puh, jetzt habe ich schon wieder gedacht, er lippt wieder aus. And that won't help the cause one bit.
Stepping up to the shot here at the ninth, it's a par four, 390 yards. It is anything other than straight off the tee because of all these sort of undulations and curvature on the fairway. You'd think well bunkered, but the last bunker on the right side there, longer hitters, they can nearly fly that, just over 300 yards. Either that, shorter hitter, just play to that fat area of the green. That'll be sort of some, 270 yards. That will take all the water out of play into a green that slopes back at you. So very good chance, even with a wedge in hand, to get the ball close. A good way to finish the front nine. Ja, ist okay, gut. Ja, was den Abschlag angeht, gibt es da nicht viele Optionen. 85, das wird wieder das 60er sein, aber wir müssen hochspielen. So, 100 Yards. We know he can move it. That ball was absolutely bombed. Now comes the touch shot. 83, 84 yards. See if he can play that two-check skipper and get it to stop. Hmm. 26 Fuß, das ist auf jeden Fall wäre das ein Schläger mehr. Aber ich will eigentlich vermeiden, dass der mit dem 60er hier anfängt zu spinnen. Was heißt jetzt eigentlich, wenn wir Knockdown spielen, dass der auch wirklich da an der Stelle zum Landen kommt? Das Problem ist, wir können den nicht kürzer spielen. Wenn ich den jetzt mit Finesse spiele, dann kann ich da natürlich ein bisschen weiter nach hinten und dann muss er auch weniger breaken. Spinnen, so ist eigentlich die Idee. Auch hier gilt es, wir müssen eigentlich oben auf dieses Plateau. Wir müssen auf dieses Plateau. Wenn er da oben ein bisschen in den Hang geht, dann rollt er sowieso runter. 25. Ja, bleib liegen. Bleib sit. Ja, sehr schön. That's a good shot. And more importantly too, a green in regulation, so birdie chance. So, jetzt haben wir wirklich nochmal eine Chance. 4 Inches nach oben. So, vorhin ist er auch wieder verhungert. Okay. Da tut sich nicht allzu viel, aber ein bisschen tut sich was. 4 Inches nach oben. Ihr macht mich schon wieder ganz kehre hier. Okay. Doch ein bisschen mehr. Und er müsste lange gerade laufen. Dann müsste er rüberbrechen. Oh, nee. Das dritte Mal jetzt auf 9 Bahnen. Ausgelebt. Naja, gut. Okay, damit müssen wir leben. Es hilft nichts. Damit müssen wir leben. Das waren die Front 9. Wolf Creek Golf Club in Nevada. Yep, even par gespielt. The par 4 10th. What's the right way to attack this hole, Frank? Rich, you've got to convince yourself there's more fairway down there than what it first looks, because that ridge on that right side, the desert there, blocks your view off the tee. But this fairway is just as wide as every other fairway on the golf course. A good drive, sort of 280, 300 yard plus, will always take those bunkers down the left out of play. From there, that second shot, just be aware where the flag is. If they have it in that front or middle section, this is certainly a birdie hole. Anything on the green is going to be a very sort of makeable putt. Just be careful, though, when that flag is on the back right. That's the hard position because it brings that pop bunker into play. So, im Prinzip sind wir, glaube ich, fast da, wo wir gestartet sind. Ich glaube, als geteilter 17, da sind wir gestartet. Jetzt haben wir 2 Plätze verloren. Ja, ärgerlich, ärgerlich, auf jeden Fall. Dadurch, dass wir halt jetzt dann noch das Bogey hier an der 8 haben nehmen müssen. Okay, aber lassen wir uns mal überraschen, nichtsdestoweniger. Denn wir sind normalerweise auf den Back 9 immer etwas besser. Ob das auch in dieser dritten Runde sozusagen the Moving Day
bei der Desert Championship hier Wolf Creek Golf Club in Nevada auch der Fall sein wird. Ja, dann würde ich vorschlagen, solltet ihr euch das nächste Video anschauen, denn ihr wisst ja, wir spielen immer die Frontline und dann gibt es im zweiten Video die Backline. Also, das soll es für heute gewesen sein. Es war wieder ein bisschen spannend, ein bisschen aufregend und vor allen Dingen mit dreimal ausgelippten Bällen. Ja, das ist eben, dann hat man einfach mal nicht ganz so viel Glück. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und wir sehen uns dann auf den Backline. Und ich sage oder ich wünsche euch hier ein schönes Spiel. Bis dann.